Und damit herzlich willkommen zu Furious Let's Play Assassin's Creed Identity. Pff, mir ist das zu warm. Okay, nee, Moment, das geht so nicht. Alter. Nee, scheiß Idee. So. Hi. Mein Kopf. Ich muss dran denken, dass ich da nicht nach oben darf. So. Hi. Armin wieder hier. Wie geht's weiter hier? Ne? Furious Let's Plays gibt's anscheinend immer noch. und wir fangen heute mal an mit einem neuen Spiel. Assassin's Creed Identity von Ubisoft. Ist der mittlerweile zweite Mobilableger hier der Assassin's Creed-Reihe. Nach Assassin's Creed Pirates. Und ist, glaube ich, das erste jetzt, wo man diese Ego-Perspektive hier durcharbeiten kann. Ja, und ich würde sagen, ich gehe mal blind rein, wie immer, und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Also, wünsche euch viel Spaß und dann schauen wir mal. Die Steuerung mache ich immer noch hier mit dem Controller. Heißt, ich bekomme zwar jetzt hier die Tablet-Steuerung, also ich könnte hier auch das Tablet steuern, ne? Aber ich habe ja einen Controller und kann das nutzen. Das ist natürlich die Frage. Nee, okay. Erreichen Sie die Treppe, die zur Santa Croce Plaza führt. Erreichen Sie den Wegpunkt. Na, dann gucken wir mal. Hallo. Ich bin der Assassine. Ah ja. Ist wahrscheinlich hier im Tutorial wird einem das noch so ein bisschen dargestellt. Naja, die Grafik ist schon lecker. Und allein schon die Details, die Texturen. Macht der jetzt schon viel her. So, Wegpunkt erreicht. Ziehen Sie den Rüpel. Was? Nee. Es ist jetzt 7:30. Nach einem anstrengenden Tag mit dem Baby. Verzeiht mir so manche Lesefehler. Finden Sie den Rüpel, indem Sie den Bildbereich drehen. Ziehen Sie den Finger über die rechte Seite. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Eliminieren Sie den Rüpel, der den Bürger schikaniert. Was? Den Rüpel? Kann man hier auf Englisch umstellen vielleicht? Attentat auf den Rüpel. Verüben Sie ein Attentat auf den Rüpel. Tippen Sie auf das versteckte Klingensymbol. So, jetzt kann ich natürlich nur raten, was ist das versteckte Klingensymbol auf meinem Controller. Ich probier's mal mit A. Ja, funktioniert. Juhu! Und. Oh. Beauty. Was jetzt hier? Oh. Komm mal. Zack. Bam. Oh, noch einer. Also, ihr seht, ich rechts unten sehr kontrolliert meinen Angriffsbutton einsetze, um eben die bösen Schurken hier. Aktivieren Sie die Fähigkeiten. Wunderbar, indem Sie auf die Fähigkeitenrate auswählen. Tippen Sie auf die Fähigkeitenrate und wählen Sie die Fähigkeiten aus. Ah ja, okay, Schultertaste ist das anscheinend. Das ist es nicht, das ist es nicht. Das ist das jetzt? Oder was soll ich jetzt machen? Was sagt er jetzt eigentlich hier dieses Männchen da unten? Ich probiere das jetzt mal. Nee, das ist es nicht. So vielleicht? Nein. Ah, okay, Fähigkeiten. Ja, von mir aus. Okay, was war das? Okay. Also falls ihr da mir jetzt schon einen Tipp geben wollen würdet, ich hab's kapiert. Ich wähle das Fähigkeitenras. Ich gehe dann mit meinem Stick, mit dem ich die Sicht wechseln kann, nach oben, wähle es damit aus und dann selektiere ich es einfach. Ja, ist schon klar. So, jetzt geht's weiter. Alles klar. Ja, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Ich muss hier auf die Mauer zu, um hier hochzuklettern. Wohin muss ich? Karte. Gibt es eine Karte? Hier. Okay, ah ja.
Klettern Sie zur Spitze. Das ist schon Wahnsinn, oder? Hey. Assassin's Creed Identity. Ja, und damit habe ich wohl mein erstes Tutorial hinter mir. Nee, ich möchte Facebook im Moment nicht verwenden. Ich verwende Facebook auch nicht. Einen Profilnamen eingeben. Jetzt gebe ich mal schnell einen Profilnamen ein. Wenn ihr mich mal irgendwo sucht, ihr findet mich so immer. Ah, davon habe ich gehört. Man kann verschiedene Typen von Assassinen auswählen. Ich hoffe mal, dass man die nachträglich auch noch ändern kann. Was haben wir denn? Berserker. Betäubt Gegner, trifft mehrere Gegner, nutzt Blutenbomben. Oder ist es die Blutenbombe? Schattenklinge. Schleudert Messer, durchstößt Rüstung, Rauchbombeneinsatz. Der Schwindler, der Trickster. Verwirrt Gegner, verkleidet sich, nutzt Zeitbomben. Auch sehr geil. Wir machen sie jetzt erstmal brachial. Wir klopfen uns mal so durch die Weltgeschichte. Nutzt den Berserker. Wählen Sie einen Namen. Wähle einen Namen. Antonello Acerbi. Nein. Ah, das ist jetzt aber ein bisschen blöd, ne? Giovanni Rinaldi. Entschuldige mich kurz. Ich aktiviere mal kurz meine Bluetooth-Tastatur. Na, schon kann ich zugehen. Ist egal. So, Arnolfo Fioravanti, nein, neuer Name. Giorgio Lupo, auch nicht schlecht. Stefano Airo, nein. Oh, der ist doch toll, oder? Leonello Falco. Falco ist cool. So, wählen Sie mit dem Pfeil ein Gesicht aus. Was haben wir denn? Ah, oh. Der erinnert mich so ein bisschen an Arrow. Mal gucken. Sieht wahrscheinlich alle so aus. Ah, das sieht so ein bisschen, ne? Ohne Bart. Jung. Ah, der hat richtig fiese Fresse. Mal gucken wir nochmal. Nee, da kommt schon immer den hier mit dem. Viel erlebt. Narbe an der Unterlippe. So, diesen Assassinen erstellen. Eine Kampagne auswählen. Willkommen in Animus, Reisender. Werfen wir einen Blick auf einen Schwarm Krähen. Dabei handelt es sich um unsere erste Kampagne. Sie entführt uns, sie entführt sie in das Italien der Renaissance. Tippen Sie auf Erkunden, um fortzufahren. Gut. Mission auswählen. Missionen sind Erinnerungen vergangener Ereignisse, die Sie wieder aufleben lassen können. Die ST Story Mission wahrscheinlich zeigt an, welche Stufe für diese Mission benötigt wird. Ah, ST ist für Stufe, ja. Tippen Sie auf Erkunden, um fortzufahren. Auf Mission vorbereiten. Dies ist ein Vorbereitungsbildschirm. Hier befinden sich alle missionsbezogenen Informationen, Belohnung, EP-Ziele, Hinweise und mehr. Tippen Sie auf Weiter, um die Mission zu beginnen. Vielleicht wieder was auswählen hier. Finden Sie und töten Sie Söldner. Herausforderung. Töten Sie 5 Soldaten vor Abschluss der Mission. Okay. Hauptbelohnung. Ah, neue Rüstung. Herausforderungsbelohnung. Ja, kann man jetzt nicht sehen. Wahrscheinlich aber irgendwie auch. Was ist das hier eigentlich? Na, der Titel ist ja ein Kauftitel. Ihr bezahlt hier 4,99 im App Store. Und er hat aber In-App-Käufe. Und wie immer gibt es wahrscheinlich eine Ingame-Währung oder irgendwie eine Special Assassin's Creed-Währung, was mir die zwei Icons hier oben anzeigen auch. Ja, mal gucken. Gehen wir mal auf Weiter. Ist ja wurscht. So. Ich gucke mal, wie weit ich komme, ohne mir irgendwas dazu kaufen zu müssen, weil sobald das überhand nehmen sollte, dass man merkt, okay, der Fortschritt funktioniert ohne In-App-Käufe einfach überhaupt nicht, dann wird es mir leid tun, aber dann werde ich das Projekt abbrechen, weil ich zahle 5 Euro für etwas, was wahrscheinlich schon
einfach entwickelt war. Ne? Die Grafik sieht jetzt aus wie aus den Assassin's Creed Spielen. Wahrscheinlich ist die einfach dann umgesetzt. Gut fürs Steuerschreiben und so weiter. Aber nehmt doch mal an, alle kaufen sich dieses Spiel oder viele kaufen sich dieses Spiel und die werfen Ubisoft 5 Euro in den Rachen. So. Das rechnet sich und das zahlt sich auch und fertig. Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie übereinander tun. Ja. Tippen zum Starten. Machen wir das mal. Der erste sollte das zweite die Straße runter und macht Ärger. Okay, ah ja, okay. Hier kann ich auf Gehmodus umschalten. Alles klar. Das ist ja auch wichtig, ne? Manchmal muss man sich anschleichen. Oder sich. Verzeihung. Jetzt taucht hier so ein Symbol auf. Ah ja, okay. Falls ich mich irgendwohin verstecken muss, weil. Na, guck mal hier. Die zeigen euch an, wo ihr Wände hochklettern könnt mit diesem komischen Streifen. Auch interessant. Wäre so ein Strich gerade weg. Bin ich da? Ja, sorry, ich sollte wohl wieder ein bisschen mehr zum Reden anfangen. Also, wir haben unseren ersten Söldner getötet. Ich will aber auch die Herausforderung schaffen. Das heißt, ich möchte auch gerne ein paar Wachen noch mitnehmen. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Die sind halt auch immer Patrouillen, ne? Das heißt, die werden sich schon unterschiedlich bewegen. Ihn hier nehme ich jetzt mal. Weil der geht jetzt hier den Platz hoch. Und da kann ich ihn mir nehmen. Verzeihung. Es tut mir leid, sehr, diese Mann. Machen Ärger hier. Ah, ist gut gemacht. Gefällt mir gut. Also auch mit dem Hinsetzen und dem Tarnen. So. Auch dir wird es gleich nicht besser gehen. Oh, Verzeihung. So, damit hätten wir die Herausforderung. Jetzt schnappen wir uns den anderen Heinz noch. Ah, ich sollte nicht so viele Leute anhandeln. Ja, guck mal, wie schön der da steht. Das war's. Nein. Ach nee, das sind nur. Ah, das ist ja. Ah, ein zu viel. Sorry, du hast dein Leben für die falsche Sache gegeben. Es tut mir leid. Ah, da war das Symbol nicht eindeutig. Also war es eigentlich schon. Ich hätte eigentlich nur mal gucken müssen, weil Totenschädel da oben zeugen offenbar von meinem Missionsziel. Und die Wachen hier sind mit roten Navigationspunkten quasi versehen. So, was mit dir? Ah, okay, du bist hier so eine kleine Runde. Was sieht man denn aus? Ah, ich warte vielleicht mal, ich möchte dir mal was zeigen. Vielleicht, na, ich glaube, dafür geht er nicht zu weit oder zu nah ran. So. Entschuldigung. Ja, das war's. Ging einfach, als ich dachte. So.
gegen die zum Stadttor. Machen wir doch mal. Es passiert wahrscheinlich nur irgendwas, so von wegen, oh nein, da ist er. Haltet ihn auf. Nee, nicht einmal. Okay. So, das war dann unsere erste Mission. Und wir haben einen Kodex angefangen. Finden Sie und töten Sie diese Sonder. Töten Sie 5 Soldaten vor Abschluss der Mission. Alles gemacht. Zum Animus zurückkehren. Das ergibt sich in Kammern.